Lorenz Beutin, Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Klimabewegung hat unser Land verändert. Die Klimabewegung, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ende Gelände haben grundlegend die Kräfteverhältnisse in diesem Land verändert. Deshalb, nicht weil diese Bundesregierung so klug ist, diskutieren wir heute über dieses Kohleausstiegsgesetz und werden den Kohleausstieg verabschieden. Dafür sagen wir Danke. Aber das Problem mit diesem Kohleausstiegsgesetz ist, es ist eben ein Kohleverlängerungsgesetz. Es verlängert ohne Not die Kohleverstromung bis 2038. Und es bindet durch öffentlich-rechtliche Verträge auch zukünftige Bundesregierungen an diese Kohleverstromung, macht es ihnen schwerer, früher aus der Kohle auszusteigen. Und auch das ist ein grundlegendes Problem. Deshalb sagen wir, heute ist eben für den Klimaschutz deshalb ein schwarzer Tag für die Bundesrepublik. Und wir sagen, es ist auch ein Verrat an den Menschen hier bei uns im Land. Denn es sieht Milliardenentschädigungen für die Kohleindustrie vor, Milliardenentschädigungen für entgangene Gewinne. Diese Bundesregierung macht leider eine Politik für die Konzerne, keine Politik für die Mehrheit der Menschen. Wir brauchen aber eine Politik für die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Es ist der Bruch des Pariser Klimaabkommens bewusst und mit Ansage. Und ich glaube, ein Teil hier im Hohen Haus, auch aus der Großen Koalition, weiß das. Und wir haben ihn als Linke durchbuchstabiert, was in dieser Situation notwendig wäre. Ich wiederhole es noch einmal. Wir brauchen den Kohleausstieg spätestens 2030. Wir können jetzt die 20 dreckigsten Kohlemeiler abschalten. Das wäre nicht nur gut für Deutschland, sondern gut für Europa. Und als Linke sagen wir, der Hambacher Forst muss vollständig ökologisch erhalten bleiben. Es darf kein einziges Dorf mehr abgebaggert werden für die Kohle. Es dürfen keine weiteren Enteignungen mehr stattfinden. Und wir sagen auch, wir müssen es verbieten, dass Kohlekonzerne weiterhin ihre dreckige Kohletechnik in andere Staaten exportieren und dort dann den Klimawandel anreizen. Wir sagen, wir wollen nicht, dass Konzerne diese Politik bestimmen. Wir wollen, dass die Menschen diese Politik bestimmen. Wir machen Druck gemeinsam mit der Klimabewegung. Und wenn diese Konzerne gegen die Mehrheit der Menschen handeln, dann müssen wir darüber sprechen, ob wir diese Konzerne nicht besser vergesellschaften sollten. Dieses Kohleausstiegsgesetz ist ein Angriff auf die Mehrheit der Bevölkerung, ist ein Angriff auf die Klimabewegung. Wir werden nicht müde werden, den Protest und unsere richtigen Vorschläge hier ins Parlament einzubringen. Wir werden nicht müde werden, für Klimagerechtigkeit hier entschieden einzutreten und das zu tun, was notwendig ist. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Annalena Baerbock.